Sie bleiben nun hier, wieder sind. Ey. Danke für Ihre Rüstung. Kommen Sie wieder her. Ich brauche meine Rüstung, das ist mein Eigentum. Auch wenn ich hier drin bin. Sie sind gefangen, Sie haben kein Eigentum. Doch. Wenn ich wieder rauskomme, dann muss ich ja auch was haben. Kann ich ja nicht obdachlos sein. Doch, Sie fangen dann von neu an. Das ist logisch. Werde ich denn neu geboren? Nein, wir wollen Ihre Mutter nicht zu sehr belasten. Okay. Und zwar, unser Ziel ist ja eigentlich, ich bin ja Mitglied in einer heimatliebenden Organisation. Ah ja, okay. Und außerdem kann ich dort nur sagen, dass diese Organisation halt irgendwann dieses Polizeigebäude crasht. Ah. Also werden sie nicht mehr rauskommen. Hey, sie bleiben nun hier. Ey, ich wollte kurzerhand ausbrechen. Warum wollen sie uns allen das antun? Was, sind sie wahnsinnig? Ich will das nicht allen antun. Ich mache das zur Liebe der anderen Leute hier im Projekt. Ey, welche anderen Leute? Die verlassen heute eh das Projekt. Ich habe nun andere Dinge zu tun, sie bleiben nun bitte hier. Wiedersehen. Oh, ich muss sie noch weiter einbauen. Ach, scheiße, ich komme hier nicht durch, ich bin so fett. Ah, dieser Stein, der braucht so lange. Ich kämpfe mich hier durch. Ah, der will ausbrechen. Nein, machen Sie sich keinen Stress jetzt. Keine Sorge, ich habe Freizeit, ich komme mal rauf. Nee, also die Umstände wollte ich jetzt nicht machen, sie können auch sich in Urlaub begeben. Ich habe gehört, sie haben es nötig. Leid, für mich gibt es keinen Urlaub. Hey, was war das, eine Beleidigung? Die sind reif für die Insel, habe ich gemerkt. Denn wie angespannt sie hier sind und wie sie hier auf mich Anschläge planen, also das finde ich echt... Das sind Anschläge zur Wohl der Bevölkerung. Sie verwechselt dort was. Nein, ich glaube, sie sind überarbeitet. Ja, sie brauchen mal eine Pause. Überarbeitet? Ich arbeite zu wenig. Na, das glaube ich nicht. So wie sie hier planen und fantasieren, also sind sie bestimmt schon 3 Jahre ohne Unterbrechung im Dienst, ja. Das geht also nicht. 3 Jahre, das beschreibt nur das Alter meiner Freundin, aber sonst nichts. Okay, das ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne? Sie belasten sich ja schon wieder selber. Mir leid, ich bin hier der Richter und der einzige Polizist. Sie müssten aber selber hier in das Gefängnis, ja? Nein, also falls Rice, der Bürgermeister, sich gegen mich durchsetzt, verhafte ich ihn. Okay. Und ich bin aber jetzt weg. Ein Wichser flieht. Alarmstufe Sick. Alarmstufe Sick. Okay. Oh nein, da ist ja noch einer. Scheiße. Die umzingeln mich. Wir müssen diesen Verbrecher einfangen. Ich habe seine Rüstung schon gestohlen. Ich muss ins Exil flüchten. Bleiben Sie stehen, ich konnte Sie jetzt in den Rücken schießen. Bleiben Sie stehen. Bitte helfen Sie mir, ich bin hier in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich kann Sie jetzt töten, bleiben Sie stehen, oder wir töten Sie. Bleiben Sie stehen, oder wir töten Sie. Nein. Wir bringen ihn ins Gefängnis. Und der Plan dort ist dann... Ergeben Sie sich, haben Sie was im Inventar? Ich habe nichts mehr. Ah, nein, doch, ich habe ihm alles abgenommen und seine Rüstung verwertet. Okay, dann sehr gut. Wo ist er hin? Er ist gestorben. Oh. Das ist Umweltverschmutzung. Ich bin in der Freiheit. Bitte nochmal 2 Jahre Haft anhängen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich bin in der Freiheit. Das denken auch Sie. Haben Sie eine Leiter für mich? Nein, gerade nicht. Dann macht das 2 Jahre länger. Was? Ja. Was sind das für ein Scheiß? Gesetz, ich mach das Gesetz ja nicht. Das sind doch keine Gesetze, das ist einfach nur Folterung. Doch, ich weiß es, Bürgermeister und ich bin Polizist, wir können tun, was wir wollen. Nee, könnt ihr nicht. Ihr müsst schon einen Rechtsstaat bilden. Und nicht sowas. Das hier ist eine Monarchie oder eine Diktatur. Nein, das ist offiziell noch immer eine Demokratie, so nennen wir es halt. Ah ja, man kann alles eine Demokratie nennen. Also ich empfinde ihre Argumente als sehr schwammig. Das widerspricht allen menschenrechtlichen Gesetzen. Wir machen die Menschenrechte. Junge, das geht nicht. Damit kommst du nicht durch. Doch. Weil sie sind schon längst leider nicht mehr weilend auf Ehren, wenn das zum Thema kommt. Ja, wenn sie ja schon jedes Wort, was sie aussprechen, nochmal korrigieren müssen, ja, um nicht ganz so schlecht dazustehen. Da weiß ich auch nicht. Ne? Sie wollen meine Wörter korrigieren, dann korrigiere ich sie. Hallo. Oh nein, da ist er. Jo, dann machen wir nochmal eine Runde. Ich hoffe, das wird jetzt die letzte von Skywars, weil das ja so nicht weitergeht, dass wir ja noch 20 Runden spielen und immer nur verlieren. Diese Rüstungskombination habe ich jetzt angezogen. Ein bisschen von allem ist dabei. Und was haben wir hier noch drin? Oh, Schuhe. Und die Goldhose wäre gut. Genau. Helm habe ich ja dir. Ja, dann nice. Okay, jetzt sind wir einfach hier auf dem inneren Ring. Wer weiß, was das wird. Oh shit, hier ist ja Zeug drin. Geil. Mal sehen, was ich so stacken kann oder generell, was hier so noch drin ist. Aber ich loote die einfach mal alle. Hier sind Dias, aha.
Okay, ich probiere einfach mal auf den da hinten zu gehen. Ich hätte mir natürlich jetzt nur ein Dia-Schwert machen können, wäre vielleicht schlau gewesen. Aber ich versuche einfach den runter zu kicken, ne? Mal sehen, ob das klappt, Alter. Ey, das geht natürlich wieder gar nicht gut. Scheiße, Mann. Alter, Street ist ja einfach noch am Leben, ey. Das ist ja krass. Der versteckt sich hier in einem Haus. Ich weiß nicht, was er so alles an Equip hat, aber es sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich TP mich nochmal zu ihm, würde ich sagen, dass ich direkt das sehe. Also ein bisschen schlechter als meins ist es auf jeden Fall, hauptsächlich Eisen. Aber ich denke mal, gegen den anderen könnte er gewinnen, oder? Wie sieht denn der aus? Ah, der hat mehr Dia-Zeug. Shit, Mann, der hat natürlich jetzt schon von allen anderen das Zeug bekommen. Ah, mal gucken, wie es wird. Vielleicht kann Street ihn ja runterschlagen. Da muss der nur hier irgendwie da kämpfen und glücklich ihn treffen, dann würde es gehen. Also wie es aussieht, sucht er den jetzt. Ich bin jetzt gerade mal im Spectator drin und da lootet halt hier noch alle Kisten und so, ne? Da ist anscheinend auch überall noch was Gutes drin, also was er gebrauchen kann, und ich glaube, der hat ganz schön Angst gerade, wo er ist, ne? Aber er rechnet gar nicht damit, dass er sich hier in seinem Haus raffiniert versteckt und einen Plan ausheckt. Und ja, ich glaube, jetzt sieht er ihn aber irgendwie. Ja, wegen dem Kompass. Und jetzt geht er hin. Ach du Scheiße. Und Street, mach das. Los. Kill ihn. Ja, schlag ihn runter. Oh, lol. Oh nee, Shaiki hat gewonnen. Hä, das sah jetzt übelst aus, als hätte Street gewonnen. Alter. Mann, so ein Scheiß. Jo, dann mal das Ganze wieder von vorne. Auf der Map waren wir heute schon. Ach du Scheiße, wer ist das da? Ah, ey, da sind die alle schon wieder in der Mitte gefühlt hier. Und keine Ahnung, was hier los ist. Ich gehe mal wahrscheinlich hier ein bisschen im Kreis, denn es macht jetzt nicht so viel Sinn, direkt in die Mitte zu gehen, oder? Alter, ey, was machen die denn? So ein... Okay, jetzt hat er sich darüber tippet. Oh, und dann fällt er direkt auch. Mann, ey, diese Flop-Runden immer. So schlimm. Okay, Street hat jetzt irgendwie die Party verlassen. Ich weiß auch nicht. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen One vs. One, aber anscheinend kann er nicht mehr. Naja, mal gucken, ob wir vielleicht später noch weitermachen. Aber jetzt beende ich erstmal die Aufnahme, würde ich sagen, damit das hier nicht zu groß wird. Wir sind jetzt schon in der Rohdatei bei 23 Minuten. Und ich würde sagen, das reicht. Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal dann. Mal sehen, was ich jetzt hier zusammengeschnitten habe, wie viele Folgen ich da rauskriege. Oder vielleicht kommt jetzt doch noch was im Anschluss, dann würde ich das aber jetzt sowieso nicht mal reinschneiden zum Abschluss. Also von daher sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis später.